Schwierigkeiten, liebe Gemeinde, lassen sich nicht dadurch bewältigen, dass man sie aufschiebt und entschieden lässt oder einfach verschweigt. Auch nicht unsere Schwierigkeiten mit dem Auferstehungsglauben. Im Gegenteil, ob wir diesen Glauben teilen oder nicht, wird Folgen haben für das Ganze des Glaubens, auch praktische Folgen. Denn entscheidend ist ja nicht, ob es jemand so irgendwie für wahr hält, dass Gott existiert, sondern welchen Gott er meint und vor allem, ob er ihm etwas zutraut. Von ihm etwas erhofft, wofür nur Gott einstehen kann und gerade dadurch als Gott ihn ernst nimmt. Und solche Hoffnung, ehrlich vollzogen, wird dann auch schon das gegenwärtige Leben bestimmen. Deshalb gilt es nicht nur an Ostern, wo uns der Festglanz, Osterjubel und dazu die aufkeimenden Frühlings- und Lebensgefühle ohnehin alles leichter machen, von dieser Hoffnung zu sprechen, sondern ebenso heute, an diesem sozusagen alltäglichen Sonntag, schon fast am Ende des Kirchenjahres, herbstlich das Wetter, vielleicht auch die Stimmung. Jetzt geht es um die Alltagsbedeutung der Hoffnung samt ihren Schwierigkeiten, die wir nun spüren. Aber ausweichend gilt nicht, weder für Sie noch für mich. Denn alle drei Lesungen heute stoßen uns aufs Thema. Das Evangelium erinnert zunächst daran, was uns vielleicht schon erstaunlich vorkommt, dass nämlich die Zeitgenossen Jesu, was den Auferstehungsglauben betrifft, keineswegs einer Auffassung waren. Die Sadduzäer zum Beispiel, die nur das sogenannte Gesetz, also die fünf Bücher Mose, als Glaubensnorm anerkannten, lehnten den Auferstehungsglauben rundweg als rein menschliche Überlieferung ab. Eben deshalb versuchen sie Jesus, den sie zu Recht den auferstehungsgläubigen Pharisäern zurechnen, in die Zange und versuchen durch ihre spitzfindigen Fragen, die Strategie ist ja leicht zu durchschauen, schon die Auferstehungsvorstellung als solche ad absurdum zu führen. Mit souveräner Ruhe jedoch weist Jesus ihre Frage zurück. Zu naiv bereits die Prämisse, dass die kommende Welt nichts weiter als die Verlängerung des hiesigen Lebens darstelle. Vollendetes Glück, vollendete Liebe, so erfahren wir stattdessen, werden nicht mehr von den bisherigen biologischen und gesellschaftlichen Gesetzen abhängen, und ebenso wenig werden wir hinzufügen dürfen von den damit verbundenen Einschränkungen, Konflikten und Konkurrenzen. Gott wird den Tod überwinden, er selbst die Herzen der Menschen erfüllen. Und dies ist sicher nicht so zu verstehen, als ob die Vollendung inhaltsleer oder dass sie vielleicht sogar langweilig wäre. Wir dürfen durchaus erwarten, dass unsere menschliche Geschichte und jeder Einzelne in ihr nicht etwa bedeutungslos werden, sondern alles, was in ihr glückte, wertvoll und schön war, auch in der Vollendung bewahrt bleibt, endgültig wird. Und ebenso ist es nicht nur erlaubt, sondern, sofern wir denn hoffen, geradezu unverzichtbar, dieser Hoffnung, wie die Bibel es ja selbst tut, in irdischen Bildern auch Ausdruck zu geben. Nur sollten wir,
mit den Bildern und gleichsam durch sie hindurch. Doch zuerst und zuletzt Gott selber vertrauen, dass er es schon weiß, was wir in allem Irdischen ersehnt haben und suchten, und dass er es zu erfüllen vermag, wie noch kein Auge es geschaut und kein Ohr es gehört hat. Lachen wird sein, Freude, Freude, und jede Träne abgewischt. Beachtung verdient aber auch, liebe Zuhörer, der Hinweis, mit dem Jesus seine Antwort auf die Fangfrage der Sadduzäer beschließt. Dass nämlich auch schon die älteste Überlieferung der Juden Andeutungen über den Auferstehungsglauben enthalten. Denn wie sonst hätte der Gott, der aus dem brennenden Dornbusch den Mose berief und ihm für die Zukunft seinen Beistand zusagte, wie hätte er sich zugleich den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs nennen können, wenn er den Israel doch als den Gott des Lebens bekannte, nicht auch für die Toten der Gott des Lebens sein würde? Historische Tatsache ist freilich, dass Israel dieses Leben, das ganz von Gottes Zuwendung abhängt, zunächst ganz natürlich, das heißt rein irdisch verstanden hat und dabei der Gedanke an Auferstehung für lange Zeit nicht ins Spiel kam. Die Rettung aus der ägyptischen Knechtschaft, der Besitz des verheißenen fruchtbaren Landes, ein von Krankheit möglichst verschontes, nicht vorzeitig beendetes Leben, zahlreiche Nachkommenschaft und schließlich ein universales Reich der Gerechtigkeit und des Friedens, das waren die Heilsgüter, die Israel von Yahweh erhoffte. Gesundheit und Wohlergehen wurden unmittelbar als Segen Gottes, als sein Lohn für ein rechtschaffendes Dasein verstanden. Und noch das Neue Testament weiß von der uralten Vorstellung, dass bei Unglück und Krankheit immer auch irgendeine menschliche Schuld vorliegen müsse. Dieser Annahmen aber wurden erschüttert, je mehr eine andere Erfahrung sich vordrängte und sich einfach nicht mehr wegdeuten ließ. Die Erfahrung, dass eben auch der Gerechte nicht vom Unglück verschont bleibt, während die Frevler immer häufiger beklagen es, die Psalmen sich ins Fäustchen lachen und ihr Schäfchen ins Trockene bringen. Das war ja die verzweifelte Not der Propheten, dass sie gerade indem sie Gottes Auftrag erfüllten, mit Einsamkeit geschlagen, gesteinigt oder ins Exil gejagt wurden. Und eben dies das wahrhaft beunruhigende Problem, welches das Buch Ijob bis zum Äußersten verschärfte und dann ungelöst hinterließ. Dass Ijob in seinem erdrückenden Elend sich keiner Schuld bewusst war und auch keiner ihm eine Schuld nachweisen konnte. Und derselbe grauenvolle Widersinn noch in der Todesangst und dem Kreuzeschrei Jesu von demselben Gott, auf dessen unbedingte Liebe er alles gesetzt und sein Leben eingesetzt hatte, von ihm nun verlassen, Gott verlassen zu sein. Das Leid und der Tod der Schuldlosen, das war jedoch auch die Wurzel, aus der schon im Alten Testament die Auferstehungshoffnung aufkeimte.
Und es war durchaus konsequent, dass dieselbe Tradition, die von Jahwes machtvollen Geschichtsdaten erzählte und ihn schließlich als den einzigen Gott, als den Schöpfer des Himmels und der Erde bekannte, dass sie ihm auch die Erweckung vom Tode zutraute. Musste er, der die Welt durch sein bloßes Wort ins Dasein gerufen hatte, nicht tatsächlich auch Herr über den Tod sein? Wäre denn anders der Glaube an seinen Gerechtigkeitswillen doch durchzuhalten gewesen? Und hätte er, wenn ihm entweder die Macht oder aber der Wille zu solcher Treue und Gerechtigkeit fehlte, denn überhaupt Gott doch heißen dürfen? Für die Christen, liebe Gemeinde, besonders die aus den Heidenvölkern, ist diese Hoffnung freilich erst durch die Auferweckung Jesu möglich geworden. Durch sie hat sich die Liebe, die Jesus in seiner Zuwendung zu den Menschen gelebt hatte, als Macht auch über den Tod, und das heißt, als die Liebe Gottes, tatsächlich erwiesen. Gott ist der, der das Nichtseiende ins Dasein ruft und Tote lebendig macht. Und Gott ist Liebe. In diesen beiden kurzen Sätzen hat das Neue Testament seine Erfahrung mit dem Gott Jesu Christi endgültig zusammengefasst. Und doch, auch schon die Gläubigen Israels haben in der Hoffnung auf diesen Gott gelebt und ihr Leben gelassen. Die 7 makkabäischen Brüder, die in der syrischen Verfolgung für ihren Glauben einstanden, stehen an Heldenmut den christlichen Märtyrern, die unter Nero und Diokletian den Raubtieren vorgeworfen wurden, nicht nach. Wo immer die Mächtigen, seien es Syrer, Römer oder andere Unrechtsregime, ihre Macht vergötzt, absolut gesetzt haben, da haben sie ebenso instinktsicher wie letztlich erfolglos die Gläubigen, Juden wie Christen, als Bedrohung bekämpft. Denn in der Tat macht der Glaube an Gott als den Herrn allen Lebens kritisch und zugleich unbesiegbar, denn er macht frei von der Furcht vor dem Tod, weil frei von der Furcht vor der Macht. Und so macht er frei für Wahrheit, Gerechtigkeit und Liebe. Frei für andere. So schon Jesus, als er trotz wachsender Bedrohung an der Verkündigung des bedingungslos zur Liebe entschiedenen Gottes festhielt. So die lateinamerikanischen Christen, die mit dem Risiko des eigenen Lebens für die Rechte der Unterdrückten einstanden und einstehen. Martin Luther King hat noch kurz vor seinem Tod von seiner Freude am Leben erzählt. Aber, fügte er gleich hinzu, ich sorge mich nicht darüber. Ich habe die Ankunft des Herrn gesehen. Ich fürchte nichts mehr. Aber, liebe Gemeinde, wir müssen uns hüten, zu große Worte zu machen. Zu leicht weichen wir, wenn wir nur solche Glaubenszeugen bewundern, vor uns selbst und vor dem Nächstliegenden aus. Zu gern bescheiden wir uns,
Nur ganz normale Menschen zu sein, von denen solche Tapferkeit schon nicht verlangt werden wird. Ein Satz aus der Lesung, der zweite, sollte uns aufhorchen lassen. Gott, unser Vater, schreibt Paulus, der uns geliebt und sichere Hoffnung geschenkt hat, er tröste und stärke euch bei jedem guten Wort und Werk. Braucht es den Trost, um gut zu sein, Hoffnung, um lieben zu können? Ist nicht die Liebe sich selbst genug? Geben nicht seliger als nehmen? Trägt nicht die gute Tat ihren Lohn in sich selbst? Dass solche Sätze ihren tiefen Sinn haben, ein Schuft wäre, wer das bestreiten wollte. Und doch macht, wer sie zu leichtfertig dahin sagt, Verdacht, ein bisschen wenig Erfahrung mit ihnen zu haben. Denn ernsthaft gut sein, das kann quer gehen, etwas kosten, das kann brennen, wehtun. Wenn wir zum Beispiel an uns halten, obwohl wir eine Gemeinheit heimzahlen möchten und es auch könnten, wenn wir wahrhaftig sind, obwohl es uns schadet, wenn wir mühsam eine Pflicht erfüllen, die niemand beachtet, geschweige denn uns dankt, wenn wir gut bleiben zu einem Menschen, der selbst launisch, verständnislos ist, ja, dann verleuchten wir uns. Das tut weh. Da stirbt etwas in uns. Wir sterben selbst. Ob jemand zu lieben versteht, hängt deshalb, auch wenn das zugespitzt und paradox klingen mag, immer daran, ob er in diesem Sinn zu sterben versteht. Sterben könne nicht aus Todessehnsucht oder Leidensverliebtheit, sondern zugunsten des Lebens, damit das Leben der Menschen menschlicher wird. Und auch der eigene Tod ist nicht etwas, was erst ganz am Ende akut wird, sondern eine Grundgewissheit, die schon da ist und die uns begleitet. Welche Einstellung wir zu ihm finden, wird sich deshalb auswirken bis ins Einzelne unseres Alltagsverhaltens. Man kann zum Beispiel die Haltung des Weisen, aber im Grunde Resignierten einnehmen, der auf Distanz geht, sich aus aller Leidenschaft, engagierten Anteilnahme, Liebe heraushält, um sich vor Enttäuschung zu schützen. Man kann umgekehrt an das Leben sich klammern, von sich und von anderen, von Sachen, vom Erfolg oder auch von der Liebe, den Himmel auf Erden verlangen, bis die Überforderung dann umschlägt und der Enttäuschte sich am anderen, an sich selbst, ja am Leben, zu rächen beginnt. Natürlich kann man sich ins Unvermeidliche auch fügen und dann wenigstens praktisch, denn laut gesagt wird das ja selten, der Parole der Sinnlosigkeit folgen, iss, trink, sei fröhlich, morgen bist du tot. Und man kann, der häufigste Fall, den unerträglichen Todesgedanken gänzlich verdrängen. Aber auch die verweigerte Antwort ist eine Antwort. Und die Angst vor dem Tod werden wir trotzdem nicht los. Man gibt sich dann geschäftig und triebsam, arbeitet und nicht verzweifeln, jeder des eigenen Glückes Schmied und natürlich sich selbst auch der Nächste, der Kampf ums Dasein,
als Sinn unseres Daseins. Weitergehende Fragen verband man in Stunden des Trübsinns und auch bei Depressionen gibt es noch Mittel. Ob der Auferstehungsglaube nicht doch die humanere Alternative sein könnte, wäre somit eine Frage wohl wert. Aber die Frage nur stellen, heißt sogleich auch die Schwierigkeiten spüren, die diesen Glauben bedrängen. Nicht nur die offene Ablehnung, die ihn trifft, sondern fast mehr noch das Achselzucken, dem er begegnet, die pure Verständnislosigkeit, wie sie sich übrigens längst auch bei den Christen ausbreitet. Die Vorstellungsschwierigkeiten, die dem Auferstehungsglauben seit jeher anhaften, können dafür allein die Ursache nicht sein. Eher wohl das alles Durchdringende schon in den letzten Fasern des zeitgenössischen Empfindens sich einnistende säkulare Lebensgefühl, ein perfekt sich abschließender Horizont, auch wenn er etwas religiös übertönt wird. Liegt das am Einfluss der Wissenschaft, für die allein das Überprüfbare zählt, oder am tief sitzenden Sicherheitsverlangen, das vor dem Unbekannten und Absehbaren zurückscheut, oder an den Steuerungsmechanismen der Gesellschaft, die jedes Fragen, das den Funktionsablauf stört, systematisch verhindern, oder doch am neuen Hedonismus, wie man ihn nennt, der ganz auf das Erleben des Augenblicks setzt. Ja, ich denke, dies alles bedrängt den Auferstehungsglauben zunehmend. Aber ein Einwand oder gar Beweis gegen ihn ist es nicht. Denn die Gegenfragen drängen sich doch auf. Beruht die Fraglosigkeit, mit der man sich ganz ans laufende Geschehen verliert, nicht darauf, dass man längst auch das Staunen über das Wunder des Daseins verlernt hat? Zehrt die flache Munterkeit, mit der man dahin lebt, als wäre kein Ende, nicht von alten Hoffnungsreserven, die unterschwellig durchaus noch wirken, obwohl man sich nicht mehr zu ihnen bekennt? Melden sich die stillgelegten Fragen nicht zunehmend in Krankheiten und Symptomen, die ernsthafte Besorgnis erregen? Aber, liebe Gemeinde, die wirklichen Gegner des Auferstehungsglaubens bohren noch tiefer. Mag das Pathos, mit dem sie ihn im vorigen Jahrhundert bekämpften, auch inzwischen verschalt sein, hartnäckig hat sich dennoch die Meinung gehalten, dass jeder Wunsch, der weiter reicht als der Tod, ein Beweis infantiler Unreife sei. Ein Ausweichen vor der absurden Last unseres Lebens, ein sich davonschleichen aus der menschlichen Situation. Dürfen wir also der Unruhe unseres Herzens und den Fragen, die zu uns gehören, nicht mehr trauen? Nicht mehr trauen dem, was wir doch ebenfalls wissen, dass wir das Gute, für das wir uns engagieren, kaum anfangen könnten, ohne auch sein Gelingen, ja sogar sein unzerstörbares Bleiben wenigstens zu wünschen.
dass wir in allem, was wir erreichten, doch stets noch ein unabgegoltener Rest blieb. Immer noch ein Versprechen, auch in den Augenblicken des Glücks. Dass alles in uns sich wehrt beim Gedanken, dass der Mensch nur ein Zufallstreffer der Evolution sei, der ebenso beiläufig wieder verschwindet. Und dass wir so fragen und wünschen, alles nur Krankheiten, von denen wir geheilt werden müssen. Oder doch eher Auszeichnung des Menschen, Beweis seiner Freiheit und des Unbedingten, das in uns lebt. Lassen Sie mich noch, was ich meine, an einer Erfahrung erläutern, die wir, wie ich meine, nur um den Preis abstreiten könnten, dass wir das Menschlichste in uns verraten. Was geschieht eigentlich, wenn Menschen sich lieben? Ich meine jetzt nicht das Zerrbild, das die Konsumindustrie produziert, sondern Liebe, die den Namen verdient. Ist sie doch wesentlich Gutheißung des anderen, so wie es in ihren dankbarsten Momenten auch gesagt wird. Es ist gut, dass es dich gibt. Also hat Liebe ihren Sinn in sich selbst. Aber sie sagt auch, gerade weil sie den anderen selbst meint, noch mehr. Du sollst sein, sollst sogar unbedingt sein. Und damit wünscht und verspricht sie etwas, was Menschen nicht mehr verwirklichen können. Eine Menschen lieben, schrieb deshalb Gabriel Marcel, heißt ihm sagen, du wirst nicht sterben. Und nun meine Frage an Sie. Können Sie ernsthaft den Gedanken vollziehen, dass es mit einem Gestorbenen, den Sie geliebt haben und lieben, endgültig vorbei ist? Natürlich werden Sie sein Grab schmücken, die Fotos bewahren. Aber ach, unsere Erinnerung verstellt doch zunehmend nur, was Sie eigentlich vergegenwärtigen sollten. Sie erreicht die Toten nicht mehr, wird endlich selbst erlöschen. Also noch einmal. Können Sie ernsthaft den Gedanken vollziehen, dass er vernichtet ist, vernichtet für immer? In der Regel wenden wir, sobald diese Möglichkeit auftaucht, den Blick auch schon ab. Aber das gilt jetzt nicht mehr, denn die Frage ist klar. Können Sie so an ihn denken, vernichtet für immer? Würden Sie nicht im selben Augenblick die Gewissheit empfinden, ihn zu verraten? Ihn geradezu dem Tod auszuliefern? Gibt es also überhaupt eine andere Möglichkeit der Treue zu den Toten, als dass wir ihre Zukunft Gott anvertrauen? Und ebenso vielleicht schärfer noch, wenn wir nicht nur an die uns lieb gewordenen denken. Können wir uns für das Glück aller einsetzen, selbst glücklich sein wollen und es gleichzeitig für entschieden ansehen, dass für unzählige, längst namenlose andere das erlittene tödliche Unrecht definitiv ist? Und war es insofern nicht ganz konsequent, dass der Glaube Israels dem Gott,
den er als Schöpfer der Welt und des Lebens bekannte, schließlich auch die Rechtfertigung der unschuldig zugrunde gegangenen zutraute und zur Auferstehungshoffnung durchstieß. Zu eben der Hoffnung, die dann Gott selbst, indem er den getöteten Zeuge seiner Liebe zum Leben erweckte, zur endgültigen Verheißung gemacht hat. Aber vielleicht wird jetzt ein Schlaumeier sagen, ich gebe dir recht, es ist sinnvoll und durchaus uns Menschen gemäß, eine Auferstehung für möglich zu halten. Also warten wir es ab, wir werden ja sehen. Genau dieses Abwarten, liebe Gemeinde, geht jetzt nicht mehr. Denn eben darauf wollte ich ja heute hinaus, dass wir uns faktisch immer schon so oder so zum Schicksal des Todes verhalten. Sei es, dass wir ihm bewusst oder unbewusst das letzte Wort über unser Dasein einräumen, oder sei es, dass wir unsere Vollendung Gott zutrauen. Der zweite Fall aber ist erst vollzogen, wenn wir das Geglaubte von Gott auch erwarten und also auf das Erwartete setzen. Das könnte den christlichen Schlaumeiern so passen. Hier unten, wie alle die eigenen Vorteile suchen und obendrein noch einen Gott in Reserve zu halten, der ihnen den Status quo in Ewigkeit garantiert und womöglich noch ein bisschen verbessert. Solange dies alles ist, bleibt der Einwand in Geltung, den ich für den einzig schwerwiegenden halte. Dass nämlich dieser Glaube für uns nur das Mittel sei, die eigene Teilnahmslosigkeit am Zustand der Welt und ihren Leiden zu legitimieren und die Leidenden selbst zu vertrösten. Ein ideologischer, unglaubwürdiger Glaube, mit dem wir dann freilich auch, weil er für uns selber folgenlos wäre, auch anderen die Ermutigung schuldig bleiben würden, die sie doch brauchen. Und vielleicht sogar, wie versteckt und verborgen auch immer, vielleicht sogar erwarten, um selbst doch Hoffnung bewahren und leben zu können, menschlich leben können.